Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Prinzessin gerettet von Miltokio, weil die von den Patriarchen entführt worden ist. Dann haben wir irgendwie noch für so einen alten Mann eine Katz gesucht und ja, unser Weg verschlägt uns jetzt zum Katzdorf und da gehen wir jetzt hin. Ich wollte eigentlich schon Ostqueen da auf euch dahin gehen und dann auf euch warten, aber also schon wieder Skills aufgeploppt, die ich mir natürlich noch nicht angeguckt habe und ja. Deswegen müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal ein, weil ich will die Skills natürlich zeigen. So, wir gehen zum Katzdorf, das ich schon gesehen habe in Silverhand. Und ja, dann hoffentlich können wir den Wunsch des alten Mannes da erfüllen. In Tertola werden irgendwie noch so Klamotten für uns gefertigt und wir werden irgendwie benachrichtigt, wie auch immer das geschehen soll. Aber ich kehre nochmal nach Meltokio zurück, also kein Problem. So. Da. Und mein PC geht ab. Uah. Okay. Dann hier. Ich soll übrigens auch noch mal bei Dirk vorbeischauen, bevor ich den nächsten Boss bekämpfe. Dirks Art des Unterrichts wurde notiert, keine Sorge.宿題やった宿題って何だっけ?パルマコスタ継承も全部暗記することだよ。そうだった。俺苦手なんだよな、暗記。お前は勉強すべてが苦手なのだろう。うるさいな。でもライドはドワーフの誓いを全部暗記してるんだよね。すごいよ。そうかな? そうだよ。ねえ、どうやって覚えたの?子供の頃からさ、飯食う前に一個ずつ暗記したかテストされたんだ。で、言えないと飯抜きだったんだよ。そうか。ご飯の中にドワーフの誓い記憶成分が入ってたんだね。え、そうなのかな?私も大工おじさんのご飯食べたら、ドワーフの誓い全部覚えられるのかな?いや、それは違うだろう。<laughs> ロイドの食に対する欲求が一時的に記憶の力を強力なものにしたわけで。そっか。大工おじさんのご飯にはエクスフェアと同じ人間の能力を高くする力があるんですね。なるほどな。いや。なぜコレットと話していると論点がずれていくんだ。やめろ、ノーフェネプティのコンバーションを続ける。 Dann kommt sowas um die Ecke. So. Ich sollte hier vielleicht auch mit einigen Leuten sprechen, weil hier gab es auch irgendwie noch gar nichts zu tun. Ja. Nicht mein Problem. Was? Ach so, ja. Mounts, 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 Mounts. Warum ist keiner geworden, seit ich angefangen habe, meinen Kanal anzuschärfen? Sie tun weh. Warum ich nicht aufhöre? Ich kann einfach nicht. Stimmt, mit denen haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Du hast Knopfaugen. Wir warten, okay. Damit sie keinen Kater kriegen. Wir schauen mich nicht so an. Wir langweilen uns. Okay. Ich suche jemanden, der einen alten Mann glücklich werden machen. Einen alten Mann glücklich machen kann. Kommen wir in der silbernen Reppe. Wir kommen gemütliche Kissen. War eine Nacht, ja, meinetwegen. Vor allem der eine schläft auch so im Stehen. Gedatten. Richtig runterschubsen. Du bist. Ja? Ja, ich bin. Ach, bin ich. So, ich suche immer noch jemanden. Verkauft ihr jetzt was? Ach, jetzt seid die Typen. Ja, ich dachte, mit den Katz-Dingen mache ich. Ah, du siehst doch eine wichtige Person aus. Warum wollen die Katz nur nicht sehen? Ja, auch vor langer Zeit hat nur unsere Rasse im Namen der Wissenschaft gejagt. Und wollte offenbar untersuchen, wie er aus uns Haustiere für Menschen machen kann. Deshalb mögen ihn die Katze überhaupt nicht. Ich bezweifle, dass jemand Noah sehen will. Aber Noah ist krank, sie könnten ihn doch wenigstens besuchen. Junge, wenn Leute die Halbelfen verfolgt haben, krank wären, würdest du sie besuchen? Das ist... Miau, dann gebe ich dir das hier. Ja. Was ist das? Ein Stofftier oder was?
Es ist ein Kostüm, das nur früher getragen hat, wenn er uns gejagt hat. Oh Gott, wer wird da reingesteckt, Guinness? Damit kannst du dich als Katz verkleiden. Okay, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Noah davon täuschen lässt. Ich weiß es nicht, aber lass uns mit Weiß darüber reden. Oh Gott. Warum drehst du dich? Wieso rotiere ich? Habe Rizinusöl getrunken. Warum machst du das? Sieht aus wie diese eine. Dieses Partyspiel, wo man irgendwie so einen Stock haben. Wo man seinen Kopf so auf so einen Stock tut und sich dann die ganze Zeit im Kreis dreht. Und dann versucht irgendwie so einen geraden Weg zu laufen oder irgendwie sowas. Ja, mit dir dahin habe ich schon geredet, ne? Ja. So, das ging schnell. Und dann zurück nach Mil-Tokyo. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Und ja, was wollte ich noch mal sagen? Ach ja, ich sag einfach, ja, obwohl ich bisschen mir noch nicht eingefallen ist. Dingens, ich soll vor dem nächsten Boss noch mal mit Dirk reden. Also nachdem ich in Heimdall mit allen Leuten geredet habe, soll ich mit ihm reden. Wurde notiert, keine Sorge. Werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen, weil ich die ganze Welt noch abgrasen werde nach allen möglichen Sachen. Was suche ich überhaupt? Dingens, ja. Stützpunkt von Silver und ja. Ich komme mit dieser Karte einfach nicht klar. Ich kann mir schon denken, welcher Boss auf uns wartet, wenn man sich die Synopsis so ansieht. Wenn ich glaube, dem zeige ich das nochmal. Showdown. Als der Kampf zu Ende ist, erscheint Kratos. Da Mythos tot ist, versucht Lloyd Kratos zu überzeugen, dass das Sieg keine Bedeutung mehr hat. Aber Kratos drängt Lloyd zu einem Kampf. Er wird ihn bei Orischen Siegel im Zentrum von Heimdall erwarten. Also, irgendwo in Heimdall kämpfen wir gegen Kratos. Deswegen nehme ich mal an, dass das der nächste Boss ist. Ich habe echt Probleme mit denen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich vergesse immer, welcher Punkt ich bin und welcher Punkt der Ort ist, wo ich hin muss. Er ist so blöd, vor allem mit diesen Kreuzen. Das ist irgendwie richtig schlecht gemacht, finde ich. Ich komme mit sowas jedenfalls nicht klar. So, ab nach Mil-Tokyo. Oh, Guinness darf jetzt in Katzkostüm rumlaufen, nehme ich an. Oder bisher. Ja, habe ich das ja schon? Ich glaube ja. Ne? Jo. Muss ja mal gucken. Ich muss mir echt angewöhnen, vorher auf die Karte zu gucken und dann irgendwie sinnlos durch die Gegend zu fliegen. Kann ich nicht irgendwie da hingehen, ganz ehrlich. Ja, ne, hier kann ich ja mal so gucken. Ich dachte, ich weiß, ob diese Klamotten irgendwie stärker sind als die ich jetzt habe, so auswendig, aber naja. In Tokio, da. Mir ist aufgefallen, irgendwie macht mir voll wenig so im Wasser, ne? Sie sind doch alle gleich. Ja, stimmt, der ist ja rot geworden, glaube ich, ne? Wollte ich gerade sagen, Colette ist doch auch hübsch. Hundert? リフィル先生のファンクラブってやつに入りたかったんだよな。ん?そうなんだ。シーナも Dass das irgendwie einfach dahinter aufgetaucht ist, sehr schön. Ja, das kommt davon, wenn ihr alle nicht offen und ehrlich sagt, dass ihr euch gegenseitig liebt und sei so was. Mein Gott, habe ich viel Geld. So, nochmal zur Sicherheit. Okay. Ich weiß doch, was passiert. So, ich würde aber gerne irgendwie so optionale Bosse oder so irgendwie mal treffen. Ja, okay, der Patriarch da, aber trotzdem. Hi. Guinness, wie ist das gelaufen? Weiß.
Tut mir leid, die Katzen hassen nur und wollten die nicht sehen. Verstehe. Aber ich habe ein Katzkostüm, also werde ich es anziehen und es nur, um es Noah zu zeigen. Um zu Noah zu gehen. Oder meinst du, dass das keine gute Idee ist? Nein, geh bitte zu ihm, du musst hier entlang. Leute, gehen wir. Genis, hör zu. Du siehst blöder aus in diesem Kostüm. Was denn? Wir verlieren Weiß aus den Augen. Los. Ach, schon gut. Also echt, komm, Beeilung. Oh Mann. Kennis, bitte rede mit ihm. Okay. Noah? Wer ist da? Sieht aus wie ein Veteran irgendwie. Ich bin ein Katzmiau. Oh, tut mir leid. Könntest du ein bisschen näher kommen? Ich kann kaum noch sehen. Das ist... Was? Nichts, danke. Jetzt kann ich endlich zu Mattel. Was? Meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Offenbar ist mein Geleit mich holen kommen. Nein! Danke, Junge. Dieses Katzkostüm, da wurden viele Erinnerungen wach. Du wusstest es? Ich bin ein Katzforscher. Das erkenne ich leicht. Miau, wir vergeben dir. Katz. Danke. Vielen Dank. Ihr seid zu mir gekommen. Ich habe versucht, euch zu fangen. Junge, auch dir, danke. Jetzt bedauere ich nichts mehr. Rain, rette ihn. Tut mir leid, es ist in Ordnung. Weiß, ist jetzt bei mir. Lebt wohl. Da ist er einfach, ja, verschwunden. Noah. Danke, Genis. Weiß. Jetzt kann ich mit Opa gehen. Was? Was? Wovon redest du denn da? Ich bin schon vor langer Zeit gestorben. Du warst der Einzige, der mich sehen konnte. Ah, okay, deswegen war Leute verwirrt. Ich konnte nicht mal einen Katz dazu bringen, mich zu bemerken. Dann bist du ein Geist? Vielen Dank und leb wohl. Es war also ein Geist. Keiner von euch konnte Weiß sehen? Genau. Verstehe. Weiß, viel Spaß mit deinem Opa. Miau, wir begraben Noah. Wie denn? Er ist verschwunden. Ich bin sicher, er wäre glücklich darüber. Ja. Er ist verschwunden. Wie kann man ihn denn begraben? Ruf. Was, Chibi? Okay. So, du hast jetzt den... bist nicht du. Seelenmärchen. Ein Wunder der Liebe. Hervorrufen dich ein bisschen Freundlichkeit. Ein schönes Märchen. Okay. Stell ich mal vor, ich würde das in der Story tragen. Das würde merkwürdig aussehen. So, wie komme ich hier runter? Hier. So, ich würde dann sagen... Hi. Ich würde dann sagen... Warum? Ich gehe jetzt nochmal zum Palast zurück. Vielleicht komme ich als irgendwie gesagt hat... Ja, ich gehe nochmal zu dem König. Vielleicht... Die haben ja irgendwie hat gesagt, die schneidern irgendwie für jeden von uns irgendwelche Klamotten... Vielleicht muss ich auch jetzt den Story weitermachen oder so, aber man kann ja nicht schaden, wenn ich da mal kurz hingehe, ne? Hi, ich bin Katz. Got a problem with that. Okay. Hi, na, ich bin Katz. Ich stehe in eurer Schuld. Ich danke euch. Willkommen, entspannt euch und bleibt so lange ihr wollt. Okay. Weiß ich nicht, dann muss ich ja entweder übernachten oder die Story weitermachen und was weiß ich. Okay, ich würde sagen, aber ich werde alles irgendwann mal über irgendwas stolpern. Ich gehe sowieso jedes Gebiet noch mal ab vor dem letzten Kampf. Also, solange nicht irgendwie eine zeitliche Begrenzung ist, so wie bei Dirk angeblich, werde ich schon irgendwie die letzten Sachen so finden. Ne. Ein paar Sachen sind wahrscheinlich irgendwie so dafür da, dass man... Ja, weiß ich nicht, so ein optional Dungeon oder irgendwie so was machen muss oder so. Wenn ich danach zum letzten Kampf gehe, wäre glaube ich auch blöd, weil dann bin ich voll überpowered wahrscheinlich, ne? Und deswegen weiß ich nicht. Dann mache ich wahrscheinlich wie in Tales of Graces F und gehe irgendwie den letzten Boss machen und dann mache ich die Nebenquests und die optionalen Dungeons und dann gehe ich irgendwann nochmal den finalen Boss plätten. Mit unserer neuen Imba-Truppe dann.
Boah. Ich glaube, hier hat sich nach dem letzten Besuch irgendwie nichts mehr geändert. Also vielleicht im Forschungszentrum. Ja, da muss schon wieder jede Tür abgehen. Aha. Na gut, aber wir haben ja schon irgendwas erreicht hier. In diesem Part und ich will ein bisschen kürzere Parts wieder raushauen, so 20 Minuten. Deswegen weiß ich nicht. Kann ich ein bisschen näher beruhigt rumlaufen und Zeit verschwinden. Ja, ich bin ganz high, wie geht's? Ja, hier schon wieder Eis abgehen, das ist nervig. Könnte auch Ostqueen ein paar Sachen so abgehen, aber möchte ich nicht unbedingt. Weil es tauchen überall immer Skits auf, die Weltkarte düse und ist auch voll blöd. Weiß ich nicht. Gehen wir im nächsten Part zur nächsten Stadt. Machen halt nächste. Ich weiß, passiert nicht sehr viel in dem Part, aber was soll's. Vor allem, wenn ich das Offscreen spielen würde. Also für mich. Da würde ich wahrscheinlich nach jedem großen Story-Ereignis jede einzelne Stadt nochmal abklappern. Weil so eine Person bin ich, aber bei Let's Play wird das ein bisschen blöde. Wenn ich hier nach jedem Ereignis nochmal jede Stadt gründlich abgucke. Aber ja, ich weiß, das mit den kurzen Zeitspannen mit einigen Quests. Im Nachhinein ist irgendwie so ein System wie Tales of Zelda 2 gar nicht mal so schlecht dann. Da kann man irgendwie nur Quests machen per Ding ins Anschlagstafel. Nur einfach irgendwann an und dann, ja, macht man das irgendwann. Gibt's glaube ich nicht so eine Zeitspanne. Nur vielleicht doch, ich mache viel offscreen. Ich mache viel offscreen bei Tales of Zelda 2, deswegen kann es sein, dass ich auch irgendwie noch nichts verpasst habe und so. In Wirklichkeit sind da auch voll ihren knappen Zeitspannen und so was alles. Also ja. Weil ich bin wie so ein paranoider Typ dann die ganze Zeit am rumlaufen, deswegen. Oh, so viele Türen. Das sah von außen gar nicht so groß aus. Und da ist immer nur dieser gruselige Fisch. Hier konnte auch so, konnte ich auch mal reingehen. Gibt es da eine Anfängerklasse anscheinend? Wird es da wahrscheinlich irgendwie eine Profi- oder Expertenklasse oder was auch immer geben. Und ja, Anfängerklasse müsste man ja schaffen. Oder? Ich weiß ja nicht, was so die Level-Voraussetzungen für einige optionalen Bosse und all sowas sind. Aber mal gucken. So, das war total Zeitverschwendung. Brought you by Danilo LP. Dann gehen wir zur nächsten Stadt, die auf der Liste ist. Und ja, wenn wir alle Städte mal abgeklappert haben, mache ich da mal weiter. Spielen ein bisschen weiter und weiß ich nicht. Ich denke mal, wir sind nicht mehr so weit entfernt vom letzten Kampf. Vielleicht jetzt mal so spontan mit so. Haben wir da auch letztens. Da. Ich kann mir vorstellen, hat Kratos der nächste Boss wahrscheinlich ist. Er hat ja schon so ein bisschen angekündigt. Das was. Ach. Jetzt wurde ich schon wieder abgelenkt von dem. Boah. Kann nicht mal da bleiben. Kann ich mich nicht einfach dahin porten? Wäre viel besser. Hätte die Remake noch mal erneuern können. Nein, Quatsch. Gut so. Obwohl, da waren wir ja auch schon, ne? Stimmt, da waren wir doch letztens hier. In Sachen China und neues Oberhaupt. Aber in einer Minute werden wir wohl alles abklappern können. Wenn ihr was ist, dann ist ja, wenn nicht, dann ist ja nichts. Und dann machen wir in der nächsten Folge mit Dingen, weiß ich nicht, Altessas Haus und also was weiter. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, wo ich schon war, irgendwie. Zu diesem Zeitpunkt in der Story. Hi. Oh. Hm, was ist denn? Was war es, dass du im Tempel des Blitzes gezählt hast? Ach, das waren die 12 Wächter, die dieses Dorf beschützten.
Vor dem Unfall mit Volt hat mir Opa 3 der Wächter gegeben. Die Wächter, die du im Kampf gegen Colette verwendet hast. Genau die. Jedes Oberhaupt verwendet sie zum Schutz des Dorfes. Also ja. Ich habe komplett vergessen, das zu tun. Ich habe nicht einmal bemerkt, dass ich ein Geistwesen wurde. Ich habe nach den Wächtern gesucht, um Volt anstelle von Shina zu besiegen. Wahnsinn, du bist wirklich geliebt, Shina. Errötet. Okay. Mehr nicht. Okay. Man muss also mit diesen Wächtern doch auch irgendwas auf sich, oder? Ich wollte dich vorstellen, dass solche Sachen einfach so erwähnt werden und die wieder hinterfragt werden. Das Oberhaupt erwacht. Ja. Wow. Muss auch sagen, das wird langsam ein bisschen alt. Aber naja. Solche Neckpärchen muss es ja irgendwie geben. Wahrscheinlich werden die irgendwie gechippt oder so. Ich habe keine Ahnung. So, dann speichere ich hier und wir machen in der nächsten Folge weiter mit was auch immer. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.